Cyberport präsentiert das BlackBerry Priv. Das neue Topmodell von BlackBerry hat gleich zwei Überraschungen für uns auf Lager. Die erste ist eine ausziehbare Tastatur. Die zweite ist das Android-Betriebssystem. Richtig gehört, der kanadische Hersteller verabschiedet sich von seinem hauseigenen OS und steigt nun auf Googles Android um. Was das erste Android-Smartphone von BlackBerry sonst noch zu bieten hat, zeigen wir euch jetzt. Die technischen Daten. Das BlackBerry Priv ist im geschlossenen Zustand 14,7 cm hoch, 7,7 cm breit und 9,4 mm tief, bei einem Gesamtgewicht von 192 Gramm. Das Display misst 5,4 Zoll und hat eine QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Angetrieben wird das Smartphone durch einen Qualcomm Snapdragon 808 Hexacore-Prozessor mit jeweils bis zu 1,8 GHz Kerntakt. Außerdem stehen noch 3 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der interne Speicher ist 32 GB groß und kann mittels MicroSD um bis zu 2 TB erweitert werden. Die Samsung Galaxy Edge Modelle sind nun nicht mehr die einzigen prominenten Vertreter des Dual Curve Displays. Denn das BlackBerry Priv bietet uns ebenfalls diese elegante Displayform. Schiebt man den Bildschirm nach oben, kommt die Hardware-Tastatur zum Vorschein, wobei die Tasten einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Durch das vollständige Querz-Layout lassen sich Nachrichten zudem schnell und komfortabel tippen. Insgesamt macht das ganze Gerät einen sehr robusten und hochwertigen Eindruck. Der Slide-Mechanismus geht einfach von der Hand und wirkt stabil. Auch die Rückseite sollte einiges aushalten, da sie aus Kunststoff mit einem Anteil gewobener Kohlefasern besteht. Durch die rutschfeste Rückseite liegt das Smartphone auch noch gut in der Hand. Einzig die Dicke des Geräts und das auffällige Gewicht sind etwas kritikwürdig. Aufgrund der verbauten Tastatur ist dies aber notwendig. Hier drücken wir also ein Auge zu. Daumen hoch! Das 5,4 Zoll große Display löst mit 2560 x 1440 Pixeln auf und bietet uns daher eine sehr gute Pixeldichte von 540 ppi. Bilder und Texte werden dadurch brillant scharf dargestellt, Bildpunkte sind praktisch unsichtbar. Einen weiteren Pluspunkt gibt es für die sehr guten Farb- und Kontrastwerte. Schaut man aus spitzerem Winkel auf das Display, bleibt das Bild außerdem sehr stabil. Die maximale Helligkeit beträgt 418 Candela pro Quadratmeter, was zwar eine gute Leuchtkraft darstellt, bei dem Preis erwartet man aber doch etwas mehr. Wir geben abschließend ein Gut. Für die Performance ist eine Qualcomm-CPU mit 6 Kernen verantwortlich, die mit bis zu 1,8 GHz takten. Daneben stehen noch 3 GB Arbeitsspeicher bereit. Wie man sich denken kann, sind Standardanwendungen wie Surfen oder Mails schreiben kein Problem. Eng wird es hingegen bei sehr leistungshungrigen 3D-Spielen oder 4K-auflösenden Videos. Das Smartphone wird dann relativ warm und überrascht uns mit einigen Rucklern. Für Zocker ist das Gerät also nicht geeignet, ist vom Hersteller aber auch nicht beabsichtigt. Wir geben ein Gut. BlackBerry ist bekannt für seine kleinen, aber äußerst nützlichen Bedienungs- und Software-Raffinessen. Eine wichtige Besonderheit beim BlackBerry Priv ist die schon erwähnte Tastatur. Bringt man diese zum Vorschein, verschwindet das digitale Keyboard und man hat mehr Platz für die App. Außerdem kann die gesamte Tastatur als Trackpad verwendet werden. Scrollen funktioniert mittels Swipe nach unten oder nach oben übrigens auch. Per Doppeltap erscheint ein kleiner Cursor, mit dem man dann frei über den Bildschirm wandern kann, um beispielsweise an eine bestimmte Textstelle zu gelangen. Eine weitere Besonderheit ist die Shortcut-Funktion der Tasten. Je nachdem, ob man einen Buchstaben kurz oder lange drückt, öffnet sich eine App. Diese Tastenkombinationen können auch individuell angepasst werden. Softwareseitig hat BlackBerry auch noch ein paar Features parat. Zum Beispiel das BlackBerry Hub. Hier kommen sämtliche Nachrichten zusammen, wie Mails, SMS, Termine sowie Chats aus sozialen Netzwerken und aus BlackBerrys eigenem Instant-Messaging-Dienst. Weiterhin entwickelte der Hersteller noch einige Android-Apps zum Thema Sicherheit und Schutz der Privatsphäre, auf die wir hier aber nicht weiter eingehen werden. Gute Nachrichten gibt es für Android-Marshmallow-Fans. Das BlackBerry Priv wird ein Update auf das neueste Android erhalten. Daumen hoch! Noch ein Wort zum Akku. Mit 3410 mAh überbieten die Kanadier die meisten Konkurrenten deutlich. In der Praxis fällt das Ergebnis aber nicht ganz so überragend aus. Auch eine spezielle Stromsparfunktion gibt es nicht.
Fest steht aber, dass man mit dem Gerät einen ganzen Tag lang sehr gut klarkommt, ohne es aufladen zu müssen. Praktisches Feature: Der Aufladebalken wird am Displayrand angezeigt. Ein gutes Ergebnis. Unser Fazit: BlackBerry nähert sich dem Mainstream zwar langsam an, überzeugt uns aber mit ganz individuellen Funktionen und Möglichkeiten, die Samsung, Sony und Co. nicht bieten können. Wer also auf der Suche nach einem tollen Business-Smartphone ist und vor allem mit einer echten Tastatur arbeiten will, der ist mit dem Gerät bestens beraten. Qualität hat bekanntlich ihren Preis und der ist beim BlackBerry Priv nicht gerade niedrig. Wir geben daher 4 von 5 Cyberstars.